Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt's von mir für euch meine Neuzugänge aus dem Monat April. Und wer meine Neuzugänge-Videos so ein bisschen Revue passieren lässt, der weiß, dass ich diesen Monat, oder ne, dieses Jahr, noch gar nicht mal so viele Bücher gekauft habe. Das hat auch den einfachen Grund, dass ich einfach gesagt habe, ich habe so viele ungelesene Bücher auf meinem Stapel der ungelesenen Bücher. Ich muss da erstmal ein bisschen runterkommen. Ich habe dann tatsächlich die Höhe von fast 80 auf fast 60 reduziert und dachte mir, okay, das ist doch in den ersten 3 Monaten ein gutes Ding gewesen und als Belohnung kaufst du dir diesen Monat ein paar mehr Bücher. Man muss auch dazu sagen, eins davon war halt eine sehr, sehr große Rebuy-Bestellung. Sonst wäre das wahrscheinlich auch diesen Monat nicht so eskaliert. Es sind auch wieder einige Rezensionsexemplare dabei. Aber ja, es sind trotzdem über 20 Bücher geworden. Deshalb werde ich gar nicht lang um den heißen Brei herumreden, sondern euch die Bücher auch jetzt alle mal vorstellen. Ich vergesse ja sehr, sehr oft euch zu erwähnen, wenn ich mir ein E-Book gekauft habe oder ein E-Book bekommen habe. Ich weiß nicht warum, die flutschen mir immer so unterm Radar durch, aber diesen Monat habe ich definitiv 2 neue E-Books auf meinem Kindle. Also ich habe sie mir noch nicht auf den Kindle gezogen, deshalb kann ich sie euch hier drauf jetzt gerade auch nicht zeigen, aber ich habe sie hier auf dem Handy bzw. habe die Blogger-Jury aufgemacht, damit ich euch die Titel verraten kann. Das sind nämlich beide Rezensionsexemplare. Zum einen wäre das Florida Falcons Play Me Hard. Das ist der Reihenauftakt zu einer neuen Football-Serie. Ich bin schon sehr gespannt. Der Klappentext klingt nämlich für mich sehr, sehr vielversprechend, als ob es da sehr viel Spice und Reibereien geben könnte. Kyla kehrt in ihre Heimatstadt zurück, weil ihr Vater schwer erkrankt. Dort trifft sie auf Simon Temper, Star-Footballspieler und Vater ihrer Tochter Zoe. Er weiß nichts von Zoe, denn Simon und Kyla verbindet nur ein One-Night-Stand und sie hatte sich geschworen, dem Frauenschaum aus dem Weg zu gehen. Doch Simon erkennt Kyla nicht wieder und will die schöne Frau für sich gewinnen. Als Kyla einen Job als Grafikerin für die Florida Falcons annimmt, trifft sie regelmäßig auf den attraktiven Footballspieler. Auch ihre Tochter freundet sich mit ihm an. Kann Kyla ihr Geheimnis bewahren und der schier unwiderstehlichen Anziehung widerstehen? Fragezeichen. Also da finde ich es halt schon ganz cool, dass zum Beispiel jetzt auch ein Kind im Spiel ist. Ganz oft habe ich das ja kritisiert, dass mich das stört, aber in diesem Zusammenhang, dass er der Vater ist und nichts davon weiß, finde ich es ganz spannend und bin echt mal gespannt, das ist mein Lieblingswort, ich sag's euch, wie arg das Kind mit in diese Geschichte mit eingebunden wird. Und das zweite E-Book, das ich bekommen habe, ist Of Dreams and Gods. Das wird im Hause One erscheinen. Und da hat mich auch der Klappentext sehr, sehr angesprochen, weil es mich so ein bisschen so müh an die Silberreihe von Kerstin Gier erinnert hat. Die 17-jährige Mali ist eine Klarträumerin und kann im Schlaf tun, was sie will, sogar ihren verstorbenen Vater wiedersehen. Doch plötzlich taucht ein nervtötender Gott in ihren Träumen auf. Finn braucht ausgerechnet Malis Hilfe, denn der Traumsand, den die Menschen ihre Träume beschert, ist verschwunden und das könnte verheerende Folgen haben. Notgedrungen reist Mali mit Finn in die Unterwelt. Um den Traumsand zu finden, müssen sie sich mit den Göttern anlegen. Und wenn Mali es sich recht überlegt, ist Finn gar nicht so nervig wie gedacht, sondern eigentlich ziemlich lustig und charmant. Doch kann sie ihm vertrauen, schließlich ist er ein Gott und die verfolgen eigene Interessen. Dann hat es ein Rezensionsexemplar hierher geschafft, auf das ich mich schon ultra gefreut habe. Und das habe ich euch auch schon auf Instagram gezeigt, weil ich es, sobald es hier ankam, direkt angefangen habe zu lesen. Und da wird auch der 2. und 3. Band noch in diesem Jahr erscheinen. Sogar, ich glaube, bis Ende des Sommers. Ich glaube, Band 2 kommt im Juni und Band 3 im August, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Ich spreche nämlich von Curse of Shadows and Thorns. Es geht um Fae, es geht um, ja, viele Geheimnisse, viele Intrigen. Es ist sehr viel Fantasy im Spiel, es ist sehr viel königlicher Machtkampf im Spiel und ohne meinem Lesemonat jetzt vorwegzugreifen, ich liebe es. Also ich freue mich da schon sehr, wenn Band 2 und 3 erscheinen.
Verneige dich vor mir und lass mich nie mehr gehen. Vor langer Zeit stahlen Elise Vorfahren dem Fey-König die Krone. Jetzt ist es Elise Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ihre Familie den Thron behält, und zwar durch eine gute Partie. Das Problem ist nur, dass die junge Adelige sich lieber in Spielhallen herumtreibt, statt auf Bällen zu tanzen. Deshalb wird Elise Zukunft in die Hände des mysteriösen Mitgiftunterhändlers Legion Grave gelegt. Er schürt ihren Zorn sowie eine verbotene Leidenschaft. Und er trägt ein Geheimnis in sich, das nicht nur Elise Starrsinn in die Knie zwingen wird, sondern das gesamte Königreich. Das nächste Buch hat so ein bisschen nostalgischen Wert. Oder der Grund, warum ich es gekauft habe, war so ein bisschen Nostalgie. Und zwar war ich letztens einen Freund besuchen und auf dem Heimweg gab es einen großen Unfall und ich musste über Grünstadt umgeleitet werden, um nach Hause zu fahren. Und da jemand, der früher mal in meinem Leben war, Winzer ist und ich weiß, dass es in Grünstadt den Wein von dem Hof zu kaufen gibt, habe ich gesagt, ach komm, der alten Zeiten willen, hältst du jetzt da an, kaufst dir nochmal eine Flasche von dem Wein. Und kurz vor Silvester waren wir zusammen einkaufen und ich habe ihm die Widmung von Wenn deine Wärme meine Kälte besiegt gezeigt, weil Globus hat immer Bücher und da dachte ich so, wenn wir gerade dran vorbeilaufen, komm, ich muss dir was Lustiges zeigen, weil die Widmung echt mega witzig ist. Und wir haben uns drüber kaputt gelacht und dann war ich eben in Grünstadt im Globus und bin an der Buchabteilung vorbeigelaufen und dachte so, muss mal gucken, ob es das Buch gibt, dann holst du es jetzt einfach aus nostalgischen Gründen mit und sie hatten es und ja, es durfte mit bei mir einziehen und die Widmung, also ich lese euch jetzt erst die Widmung vor und dann lese ich euch den Klappentext vor, aber für mich ist schon allein schon die Widmung ein Highlight. Für all die Typen, die ich auf Dating-Apps kennengelernt habe, danke für all das, was ich in meinen Büchern verarbeiten konnte, ihr Idioten. Ich hoffe, ihr genießt die Feiertage. Du nicht, Marty. Fick dich, Marty. Ich habe damals sehr, 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 sehr lachen müssen, als ich das gesehen habe. Und deshalb wird dieses Buch immer, was Widmung angeht, einen sehr, sehr hohen Stellenwert hier in meinem Regal haben. Eine Liebe, die es einem erlaubt, man selbst zu sein. Das ist die Art von Liebe, die man bewahren sollte. Seit sie letztes Jahr von ihrem Verlobten am Altar stehen gelassen wurde, wünscht sich Holly nichts sehnlicher, als bis Weihnachten einen neuen Freund zu finden, den sie über die Feiertage mit zu ihrer Familie nehmen kann. Dass dieser Plan aufgeht, hofft auch Kai Kane, der Hollys täglichen Dating-Marathon in seinem Restaurant nicht länger mit ansehen möchte. Deshalb macht der mürrische Inhaber ihr ein Angebot, das sie in ihrer Verzweiflung nicht ablehnen kann. Er hilft ihr bei der Suche nach Mr. Right, dafür muss sie alle folgenden Dates woanders verbringen. Doch je erfolgreicher ihre Suche läuft, desto mehr bereut Kai seinen Plan. Denn mit ihrer aufgeschlossenen und chaotischen Art hat Holly längst sein Herz erobert. Dann durfte diesen Monat auch ein Buch hier einziehen, auf das ich mich schon sehr gefreut habe. Ich mag die Autorin nämlich sehr, sehr, sehr gerne. Es ist eine zuckersüße Person und ich finde es einfach klasse, dass sie ihre ganzen Zeichnungen, Illustrationen auch selbst macht und das Buch auch einen Verlag gefunden hat, der das unterstützt, und zwar der Knauer Verlag, beziehungsweise Drömer Knauer. Und es handelt sich natürlich um Melodie der Asche, habe ich euch bei Instagram auch schon ganz, ganz oft gezeigt, weil ich es einfach total schön finde, Menschen, die ich persönlich auch sehr sympathisch finde, zu unterstützen. Und die liebe Elia ist da genauso ein Mensch. Ich finde es einfach total faszinierend, wie talentiert dieser Mensch ist. Sie schreibt Bücher, sie kann super gut zeichnen. Und müsst mal bei Instagram schauen, da habe ich zu den ganzen Goodies, die sie mir noch zusätzlich geschickt hat, ein Reel gemacht und da sind alle Zeichnungen und alle Illustrationen auch mit abgebildet und es ist einfach super, super schön. Und das Buch, also ich bin jetzt nicht gerade erst hier, ich habe das Buch schon beendet, aber ja, mehr dazu eben, wie immer, im Lesemonat. Das Vergessen war seine Gnade, die Wahrheit ist sein Untergang. Kallian ist der stärkste Magier seiner Zeit, doch man hat ihm alles genommen. Während das Reich im Chaos eines Bürgerkriegs versinkt, versucht er, seinem dunklen Schicksal zu entfliehen und verliert sich dabei in Rache. Als Spion in den Reihen des grausamen Regimes kämpft Laudan für jeden Traum von Freiheit, den Kallian längst aufgegeben hat. Bei dem Versuch, die Vernichtung der Rebellion zu verhindern, trifft er auf Valen, einen einfachen Fischer ohne Erinnerung an seine Vergangenheit. Beide sind fasziniert voneinander, ohne zu ahnen, dass ihre Schicksale untrennbar durch jene geheimnisvolle Melodie verwoben sind, die Valen ständig begleitet. Doch welche Chance hat ihre Liebe, wenn um sie herum ein Kampf tobt, wenn Laudan verheimlichen muss, wer er wirklich ist und Valen die Macht besitzt, den Frieden zu bringen oder alles zu zerstören, woran Laudan glaubt? Ich war diesen Monat tatsächlich
einmal auf dem Flohmarkt seit Ewigkeiten nochmal und habe da ein Schätzchen gefunden, das ich selbst bereits mal besessen habe, aber es irgendwann aussortiert habe. Jetzt habe ich allerdings Lust, das Buch nochmal zu lesen, seit ich es mir eben gekauft habe. Und zwar ist das Jojo Moyes ein ganzes halbes Jahr. Ich habe es damals aussortiert, weil ich mir unbedingt die Hardcover davon holen wollte. Spoiler-Alarm, ich habe es bis heute noch nicht gemacht. Aber ich hatte das Buch damals aussortiert, weil ich dachte, brauchst es ja dann nicht doppelt im Regal. Jetzt bin ich allerdings auf dem Flohmarkt darüber gestolpert. Es hat noch 50 Cent gekostet und ich dachte mir so, komm, scheiß drauf, nimm es jetzt einfach mit und dann kannst du es auch ganz, ganz bald wieder lesen. Es ist einfach ein Buch, das mir sehr ans Herz gegangen ist, das ich sehr, sehr geliebt habe. Die Filme dazu natürlich auch. Emilia Clarke ist eine meiner liebsten Schauspielerinnen, weil sie halt auch so ultra sympathisch ist und sich selbst nicht so ernst nimmt. Und die Geschichte von Will und Louisa Clarke ist einfach wunderschön. Lou und Will. Louisa Clarke weiß, dass nicht viele in ihrer Heimatstadt ihren etwas schrägen Modegeschmack teilen. Sie weiß, dass sie gerne in dem kleinen Café arbeitet und dass sie ihren Freund Patrick eigentlich nicht liebt. Sie weiß nicht, dass sie schon bald ihren Job verlieren wird und wie tief das Loch ist, in das sie dann fällt. Will Traynor weiß, dass es nie wieder so wird wie vor seinem Unfall. Und er weiß, dass er dieses neue Leben nicht führen will. Er weiß nicht, dass er schon bald Lou begegnen wird. Eine Liebesgeschichte anders als alle anderen. Die Liebesgeschichte von Lou und Will. Ebenfalls auf diesem Flohmarkt habe ich ein Buch entdeckt, das ich tatsächlich jemandem ausgeliehen habe. Ich weiß allerdings nicht mehr wem. Und ich habe schon in meinem ganzen Freundeskreis nachgefragt, ob ich das irgendjemandem verliehen habe, aber jeder sagt, nö. Und ich hatte es eigentlich schon fast gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich es mir ja nochmal neu kaufen wollte, habe es dann aber auf besagtem Flohmarkt nochmal gefunden und lustigerweise ist es nämlich ein Buch von einer Autorin hier aus dem Saarland und wir kennen uns auch persönlich. Es wäre also kein Thema gewesen, es über sie nochmal zu bestellen. Ich hatte es nur einfach nicht mehr auf dem Schirm. Ja, J.K. Blum, Autumn in Leaf. Ich habe es auch schon mal gelesen. Also ich kann euch da auch sagen, dass die Geschichte sehr, sehr toll ist. Es ist halt eine Dystopie. Und ja, kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, weil, ja, ich Jessie natürlich auf der einen Seite immer supporten würde, aber auch hinter ihren Geschichten zu 1000% selbst stehe. 551 und 556, das sind ihre Produktnummern, denn sie wurden von einer Maschine erschaffen und in einem Institut großgezogen, wo sie darauf warten, verkauft zu werden. Sie sehen aus wie Menschen, besitzen jedoch keinerlei Rechte, dürfen keine Gefühle haben und schon gar keinen Umgang miteinander pflegen. Doch Autumn und Leaf geben sich Namen, lieben sich in aller Heimlichkeit und planen zu fliehen. Als Leaf ausgerechnet an einen grausamen Mann verkauft werden soll, muss alles schnell gehen und die Flucht steht kurz bevor. Doch da erfährt Leaf, dass sich Autumn allein davon gestohlen hat, ohne sie mitzunehmen. Ihr bleibt nur, sich ihrem Schicksal zu ergeben, denn ohne ihn ist sie eben nur 556. Ein Produkt, dazu verdammt, für die perversen Fantasien ihres neuen Besitzers herzuhalten. Sie ahnt nicht, dass die wahre Grausamkeit ihr noch bevorsteht, denn Autumn hat das Institut nicht freiwillig verlassen. Lange bin ich um das nächste Buch herumgeschlichen und habe abgewägt, ob ich es kaufen soll oder nicht, aber dann waren die Stimmen aus der Buchbubble doch so positiv, dass ich gesagt habe, okay, ja, ich kauf's mir jetzt doch. Dann hatten unsere kleine Buchhandlung natürlich noch die Farbschnittausgabe. Das war natürlich nochmal ein Pluspunkt. The Serpent and the Wings of Night. Das, ja, ist ja so ein kleines Hype-Buch. Und ihr wisst, dass ich bei Hype-Büchern immer so ein bisschen vorsichtig bin, weil ich da schon sehr, sehr oft enttäuscht wurde. Sehen wir gerade zuletzt Godkiller. Aber die Meinungen waren so positiv, zumindest in dem Kreis der Buchbubble, in dem ich mich bewege, dass ich gesagt habe, okay, wenn die Leute, auf deren Meinung ich Wert lege, sagen, du kannst es ruhig kaufen, dann kaufe ich das auch. Ja, wie gesagt, ich habe die Farbschnittausgabe noch bekommen, bin da auch sehr glücklich drüber und freue mich auch tatsächlich schon drauf, es zu lesen, weil ich eben schon mit so vielen Leuten darüber gesprochen habe. Uraya muss sich ihren Platz in einer Welt erkämpfen, die darauf ausgerichtet ist, sie zu töten. Sie ist die adoptierte Menschentochter des nachtgeborenen Vampirkönigs und ihre einzige Chance, jemals mehr als bloße Beute zu sein, ist die Teilnahme am Kijari, ein legendäres Turnier, das von Nyaxia veranstaltet wird, der Göttin des Todes selbst. Um ihr Überleben im Kampf gegen die grausamsten Krieger aus den drei Vampirhäusern zu sichern, muss Uraya ein Bündnis mit ihrem größten Rivalen eingehen, Rain.
Ich gehe mal davon aus, dass es so ausgesprochen wird. Alles an ihm ist gefährlich. Zum Töten geboren ist er skrupellos und dazu auch noch ein Feind der Krone ihres Vaters. Doch nicht nur das Turnier, die mögliche Niederlage oder der Tod machen Oraya am meisten Angst, sondern dass sie sich plötzlich auf seltsame Weise zu Rain hingezogen fühlt. Als wäre das nicht genug, braut sich um das Haus der Nacht ein Sturm zusammen und erschüttert alles, was Oraya über ihre Heimat zu wissen glaubte. Und Rain versteht sie vielleicht besser als jeder andere. Doch die immer stärker werdende Anziehungskraft könnte ihr Untergang sein in einem Königreich, in dem nichts tödlicher ist als die Liebe. Das nächste Buch ist sogar eingeschweißt bei mir angekommen und ich habe es tatsächlich noch nicht angefangen und deshalb lasse ich es auch einfach in der Folie drin. Scandalous, die Lügen der Elite. Das Ganze habe ich von Nova MD bekommen und da ist immer so 50-50, ob es mir gefällt oder nicht oder wie auch die Qualität ist, weil ich hatte da echt schon manchmal Bücher, die sind gefühlt beim Lesen auseinandergefallen. Also die müssen da auf jeden Fall noch ein bisschen an der Druckqualität arbeiten, finde ich. Aber dann gibt es Bücher wie zum Beispiel die von Mara Wolf, die halt auch bei Nova rauskamen, aber trotzdem richtig gut waren. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Ob die Autoren bei den anderen Büchern da einfach andere Dinge ausgewählt haben. Ich kenne mich bei Nova leider gar nicht aus, wie da die Möglichkeiten sind, um Papier etc. auszuwählen. Ich habe ja bei BOD meine Bücher drucken lassen und da gibt es halt einfach nur, entweder du lässt es auf weißes Papier drucken oder auf cremeweißes. Und das hier sieht jetzt irgendwie für mich schon wieder sehr, sehr weiß aus. Ich könnte mal gucken, ob ich es aufkriege. Dann könnten wir das nämlich mal vergleichen. Ich möchte nichts kaputt machen. Ich bin einfach kein Fan von Folie aufreißen. Es ist auch keine richtige Folie, die ein bisschen nachgibt. Es ist eine richtig störrische Folie. So, gucken wir mal rein. Irgendwie sieht der Buchschnitt sehr weiß aus. Ah, nee. Nee, es geht. Es ist cremeweiß. Oh, ich sehe schon, da sind auch verschiedene Bilder drin. Ah ja. Das ist natürlich wieder sehr cool. Da sind verschiedene Illustrationen drin. Das wird bestimmt sehr, sehr spannend zu lesen. Aber ja, mehr dazu vermutlich nicht im nächsten Lesemonat, aber in dem darauf. Wenn ich nicht tot wäre, würde ich Folgendes sagen. Matt, Lilith, es tut mir leid. Blake, erst hast du mein Herz gebrochen und dann ist es zum Schweigen gebracht. Aber ich liebe dich trotzdem, auch wenn ich tot bin. In Miami Beach spielt jeder auf seine Weise, nur nicht fair. Part 1 der skandalösen Reise, in der alles möglich ist. Zum nächsten Buch gibt es auch eine kleine Geschichte. Ich hatte nämlich das Buch eigentlich gedacht, bei KISS angefragt zu haben. Allerdings kam es die ganze Zeit nicht an. Dann habe ich ein weiteres Buch bei KISS angefragt und das kam allerdings an. Obwohl es einen späteren Release Day hatte als das Buch, das ich zuerst angefragt hatte. Und als ich dann sowieso mit Anke oder Steffi vom Verlag gesprochen habe oder Mails geschickt habe, habe ich dann mal kurz nachgefragt, was eigentlich mit Klingen und Rosen sei. Das wäre bei mir eben nicht angekommen. Und dann weiß ich ja, dass die im System eine Liste haben, wer welches Buch angefragt hat. Und sie sagte, nee, da stehst du nicht drin als Anfrage. Da habe ich so, okay, ich dachte eigentlich, ich hätte es angefragt. Und dann meint sie ja, willst du es trotzdem haben, dann schicken wir es dir zu. Da habe ich gesagt, ja, sehr, sehr gerne. Weil jeder, der meinen Kanal ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich die Hauptreihe davon abgöttisch geliebt habe. Das hat sie gesagt, ich soll das Ganze mal im Auge behalten. Jetzt habe ich die Tage Actually Yours, also den zweiten Band von Tessa Baileys Reihe, angefragt. Und da hatte ich wieder das gleiche Problem. Ich habe auf Anfrage versenden gedrückt und normalerweise kommt dann immer so ein Fenster, ihre Anfrage wurde versendet. Und es kam nichts und kam nichts und kam nichts. Dann habe ich eine Minute später, habe ich dann nochmal probiert und dann kam, ihre Anfrage wurde versendet. Also hatte ich wahrscheinlich beim Anfragen hier das gleiche Problem. Ob das jetzt am Formular lag oder an meinem Computer oder meiner Internetleitung, ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich jetzt nachträglich dieses Buch noch bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Und freue mich schon sehr, 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 sehr drauf, es zu lesen. Früher war ich ein Tiermagier, jetzt bin ich etwas anderes, etwas Dunkleres. Die Verbindung zu magischen Wesen ist für einen Tiermagier so selbstverständlich wie das Atmen.
sie endet erst mit dem Tod. Oder wenn man wie Gage von den Toten auferweckt wird, um als unsterblicher Assassine zurückzukehren. Gage wollte dieses neue Leben nie. Und er weiß nicht, ob er Kost, den attraktiven Anführer der Assassinengilde, je verzeihen kann, dass er es ihm auferzwungen hat. Entweder akzeptierst du die Dunkelheit oder sie zerstört dich. Kost konnte Gage nicht sterben lassen, nicht weil er die Macht hat, ihn zurückzuholen. Dass er jetzt den Hass des ehemaligen Tiermagiers ertragen muss, ist ein kleiner Preis für dessen Leben. Doch noch ist Gage nicht außer Gefahr, denn er schafft es einfach nicht, die Schattenmagie der Assassinen zu bändigen. Und wer die Schatten nicht kontrolliert, den verschlingen sie. Und das zweite Buch, das ich eben nach Klingen und Rosen angefragt hatte, war natürlich The Darkest Gold, Die Rebellen. Der fünfte Teil von 6. Ich hab's gesehen. Ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass das gar nicht der letzte Band ist. Ich bin irgendwie die ganze Zeit von ausgegangen, dass es nur 5 Bände sein werden. Aber nein, es werden 6. Also danke an meine liebe Community, die mich immer auf Fehler hinweist, die ich in meinen Videos so von mir gebe. Ja, es ist auf jeden Fall der 5. Band, es wird noch ein 6. folgen. Und ich freue mich tatsächlich schon sehr, 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 sehr. Ich werde euch jetzt natürlich nicht den Klappentext von dieser Fortsetzung hier vorlesen, sondern ich werde euch den Klappentext zu Band 1 vorlesen, weil, wie gesagt, es ist der 5. und ja, der Klappentext hier würde vermutlich auch einfach ein bisschen spoilern. Gold. Goldene Böden, goldene Wände, goldene Möbel, goldene Kleider. Im Schloss von Hohenleuten ist alles aus Gold, selbst ich. König Midas hat mich aus der Gosse gerettet und in dieses gefrorene Land gebracht. Er nennt mich seinen Schatz, seine Favoritin. Ich bin das lebende Symbol seiner Macht, alles in Gold zu verwandeln, was er berührt. Er hat mir Sicherheit versprochen und ich gab ihm dafür mein Herz. Und obwohl ich meine Freiheit opfern musste, bin ich sicher. Bis Krieg und Verrat unser goldenes Schloss erreichen. Bis mein Vertrauen in Midas erschüttert wird. Bis ich die Monster kennenlerne, von denen mich mein Käfig schützen sollte. Dass ich das nächste Buch auch natürlich sofort haben musste, wird wahrscheinlich keinen wundern. T.J. Klune, The Extraordinaries, die Außergewöhnlichen. Ich mag T.J. Klunes Schreibstil einfach so, so unfassbar gerne. Und ich habe es euch ja auch schon im Neuerscheinungsvideo für den April gesagt, dass dieses Buch sowas von hier einziehen wird. Nick Bell ist ein gewöhnlicher Teenager in Nova City, wobei das in einer Stadt voller Superhelden schon wieder recht ungewöhnlich ist. Und der beste Autor von Superhelden-Fanfiction zu sein, ist doch auch eine Superkraft, oder? Als Nick eines Tages Shadow Star, dem berühmtesten Helden der Stadt, begegnet, beschließt er, selbst außergewöhnlich zu werden. Also da wird es wohl noch weitere Bücher zu geben. Also das ist jetzt der erste Band, dann gibt es noch einen zweiten und einen dritten, der dann heißt Neue Helden und alte Geheimnisse. Und dann kommen wir last but not least zur Rebuy-Bestellung, die ich getätigt habe. Also es waren natürlich auch wieder, wie ihr mich kennt, weiß das, 2 Blu-rays für Maler drin. Also ich sammle ja diese Disney Classics Reihe und versuche die für Maler auch irgendwie mal zu vervollständigen. Und jedes Mal, wenn ich bei Rebuy was bestelle, gucke ich auch, welche DVD oder welche Blu-ray uns noch fehlt. Und dann kriegt sie immer eine. Diesmal waren die beiden recht günstig. Ich glaube, ich habe für beide, keine Ahnung, 2,50 Euro oder so bezahlt. Und dann ist gut. Nicht, dass wir nicht auch Disney Plus hätten, aber irgendwie finde ich es ganz schön zu wissen, dass ich für die Kleine so eine Blu-ray-Kollektion sammle. Und selbst wenn dann auch unser Internet mal ausfällt, wir trotzdem was schauen können. So, kleiner Fun Fact am Rande. Jetzt kommen die Bücher, die ich mir gegönnt habe. Zum ersten war das Book Lovers, die Liebe steckt zwischen den Zeilen. Da habe ich euch auch im Neuerscheinungsvideo, ich weiß nicht, wann das war, Februar oder so oder Januar. Hier steht nur 23. Ah nee, dann war es schon letztes Jahr. Habe ich es euch auf jeden Fall gesagt, dass mich das Buch sehr, sehr interessiert. Jetzt habe ich es gekauft und darum geht es. Die New Yorker Literaturagentin Nora Stephens ist das Gegenteil jeder romantischen Romanheldin. Sie ist tough, scharfzüngig und nicht auf der Suche nach der großen Liebe. Einzig für ihre Schwester Libby würde sie alles tun, sogar einen Sommer in der idyllischen Kleinstadt Sunshine Falls verbringen, dem Schauplatz von Libbys Lieblingsromanen. Von Picknicks auf Blumenwiesen und Dates mit attraktiven Landärzten jedoch keine Spur. Stattdessen begegnet Nora ausgerechnet dem arroganten und unnahbaren New Yorker Lektor Charlie Lestra in Sunshine Falls wieder. Nach und nach muss sie jedoch erkennen, dass nicht nur in Büchern, sondern auch im wahren Leben manches anders ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Außerdem durfte ein Buch von der lieben Stella Tuck hier einziehen, und zwar Götterblut aus dem Drachenmond Verlag, auch mit einem wunderschönen Innenillustrationen. Oh, ich kann heute nicht reden, es tut mir voll leid. Und auch die Kapitelzierten sind einfach nur
Super schön. Wenn ich das jetzt richtig weiß, gibt es da mittlerweile eine Neuauflage zu mit einem anderen Titel, irgendwie irgendwas mit Warrior. Ich blende es euch ein, wenn ich es recherchiert habe nochmal. Da sind auch Zeichnungen von ihr drin. Also die Aufmachung ist einfach wieder richtig schön. Das mag ich auch so am Drachenmond Verlag, dass die da echt immer gucken, dass die Bücher was Besonderes sind. Und ich muss gerade gucken, wann es erschienen ist. 2017. Also mittlerweile gibt es auf jeden Fall eine Neuauflage und die heißt auch anders, aber ich habe jetzt eben diese Auflage bekommen und bin damit auch ganz zufrieden. Es gibt 5 Dinge, die du wissen solltest, bevor du dieses Buch liest. Erstens, mein Name ist Warrior Pandemos. Zweitens, ich bin die Tochter der größenwahnsinnigen Götter Hades und Aphrodite. Drittens, ich wurde mit einem Gendefekt geboren, der sich Medusa-Effekt nennt. Soll heißen, sieh mich an und du verlierst den Verstand. Viertens, obwohl ich im Gegensatz zu meinen Eltern menschlich bin, passieren in letzter Zeit ziemlich schräge Dinge. Ich meine, ist es normal, plötzlich silbern zu bluten, Stimmen im Kopf zu hören oder von einem Baum aufgespießt zu werden, ohne dabei, naja, draufzugehen? Fünftens, tja, und schließlich bin ich in der Hölle einem Gefängnisflüchtigen über den Weg gelaufen. Sein Name ist Peace, Sohn des Zeus, arroganter Arsch, verboten heiß, seelenlos. Er versucht mit einem absolut hirnrissigen Plan, die Götter aus dem Olymp zu stürzen. Und ich werde ihm dabei helfen. Außerdem durfte jetzt endlich ein Buch einziehen, von dem ich euch schon seit keine Ahnung wann erzähle, dass ich den 3. Band der Reihe auf meinem Stapel der ungelesenen Bücher habe, ihn aber nicht lesen kann, weil ich Band 2 noch nicht habe. Spoiler, ich habe jetzt Band 2. Boston Bells Villain ist nämlich der 2. Band der Boston Bells Reihe und ja, das heißt, ich kann den 3. Teil bald ad acta legen, weil ich die Reihe definitiv sehr zeitnah lesen möchte. Mittlerweile sind ja, glaube ich, alle Bände erschienen. Das heißt, ich kann die Boston Bells auch bald abschließen als eine offene Reihe weniger. Also natürlich müssen wir dann die anderen Bücher auch noch kaufen, aber da sehe ich, wenn ich mal dann in Band 2 und 3 gestöbert habe, sehr, sehr positiv entgegen, dass ich dann auch einfach weitermachen möchte. Für die Welt ist er der Böse, für sie ist er ihr Ritter in strahlender Rüstung. In den Medien ist Killian Fitzpatrick nur als Villain bekannt. Der attraktive Milliardär ist ein skrupelloser Geschäftsmann, der seine Firma über alles stellt. Für Persephone Penrose jedoch ist er der Mann, in den sie unsterblich verliebt ist und der ihr mehr als einmal das Leben gerettet hat. Aber selbst Killians Hilfe hat ihren Preis. Als Gegenleistung soll Persephone in der Öffentlichkeit seine Ehefrau spielen. Doch sie will weit mehr als das, nämlich das kalte Herz von Bostons berüchtigstem Bad Boy für sich erobern. Ein weiteres Buch aus der Bestellung war A Good Girl's Guide to Murder. Ich bin nämlich mal wieder meine Amazon-Wunschliste durchgegangen und habe geguckt, was ich davon denn mittlerweile selbst gekauft habe oder geschenkt bekommen habe oder vielleicht auch gar nicht mehr möchte. Und da ist mir dieses Buch entgegengesprungen. Ich habe bei eBay geguckt. Es hat, keine Ahnung, noch 5 Euro rumgekostet. Also ich kann euch gerne mal wenn ich dran denke, in die Kommentare unterschreiben, was ich dafür noch, also was der Neupreis wäre und was ich dafür noch bezahlt habe. Das ist vielleicht ja auch ganz interessant. Vielleicht blende ich es euch auch hier im Video immer mit ein, was ich dafür bezahlt habe, weil mich das bei anderen Booktubern immer brennend interessiert, wie viel da eingespart wurde oder was die Bücher im Endeffekt noch final gekostet haben. Vor 5 Jahren wurde die 17-jährige Andy Bell ermordet. Der Fall ist längst abgeschlossen, denn alle sind sich sicher, dass ihr Freund Sal Stein die Tat begangen hat. Nur Pippa glaubt nicht daran und will den Fall für ein Schulprojekt noch einmal aufrollen. Sie beginnt nachzuforschen und Fragen zu stellen. Aber was ist, wenn der Mörder noch frei herumläuft? Wie weit wird er gehen, um Pippa davon abzuhalten, die Wahrheit ans Licht zu bringen? Und ein weiteres Buch aus dem Hause Carlsen hat es in diese Rebuy-Bestellung geschafft oder in dieses Video geschafft. Dear Love, I Hate You. Ich habe das schon so oft in der Buchbubble gesehen, habe schon so oft gesagt, ich will es lesen, weil es so spannend klingt, aber habe irgendwie, ja, es trotzdem nie bestellt oder in der Buchhandlung mitgenommen. Ich kann euch nicht sagen, warum. Jetzt ist es bei mir angekommen. Das ist auch das Einzige, das ein bisschen von der Qualität her nicht mehr so toll ist. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Es ist hier ein bisschen verdellt, ein bisschen verdätscht und auch nicht mehr ganz so, also ein bisschen vergilbt. Ja, und hier die Ecke ist auch ein bisschen angedätscht. Es ist jetzt wieder Meckern auf hohem Niveau, aber hier stand tatsächlich dabei, dass der Zustand nur gut ist. Bei den anderen war er entweder sehr gut oder ja, hier bei den Boston Bells ist auch eine Ecke verdätscht. Aber ja, es sind gebrauchte Bücher, ich habe einiges gespart, also
wenn sie jetzt nicht gerade auseinanderfallen oder überall Kaffeeflecken drauf sind, dann oder 1000 Leserillen drin sind, also hier sind tatsächlich gar keine und bei den anderen Büchern auch nicht, das ist ja so meine Hauptprämisse, ja, dann bleiben sie in der Regel auch hier und werden nicht zurückgeschickt. Aber ja, um was geht's in diesem Buch? Als Arvina Haber einen anonymen Brief in der Bibliothek vergisst, ist sie außer sich. Niemand hätte ihn je entdecken sollen, niemand hätte ihn je lesen sollen und doch weniger hätte ihn jemand beantworten sollen. Doch Arvina und der Unbekannte beginnen sich zu schreiben. Erst ein Brief, dann zwei und dann immer mehr. Jedes Stück Papier enthüllt ihre dunkelsten, tiefsten Geheimnisse und die Regeln sind klar. Niemals dürfen sie die wahre Identität des anderen erfahren. Niemals dürfen ihre Geständnisse nach außen dringen, denn das würde ihr Leben zerstören. Alles scheint ein harmloses Spiel zu sein, bis Arvina herausfindet, wer ihr Brieffreund ist. Xavier Emery, Star der Basketballmannschaft, Tyrann ihrer Kindheit und ausgerechnet der, in den sie sich zu verlieben droht. Und dann durfte last but not least noch eine komplette Reihe hier einziehen. Und jetzt denkt ihr euch, oh Gott, du hast doch gesagt, du willst offene Reihen beenden und nicht neue dazufügen. Ja, aber ich habe Band 1 bereits gelesen und habe somit diese Reihe ja noch offen. Ich hatte nur den Band die ganze Zeit nicht mehr hier, weil ich den anscheinend auch mal irgendjemandem ausgeliehen habe. Oder ich habe es damals als Hörbuch gehört. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß aber, dass ich den Band auf jeden Fall irgendwann mal hatte. Ich kann es euch nicht genau sagen. In diesem Haus passieren mysteriöse Dinge manchmal. Das ist so wie die Waschmaschine, die Socken frisst und plötzlich nur noch eine Socke da ist. So passiert das manchmal auch mit meinen Büchern. Ich sag's euch. Hier spukt's. Ich komme jetzt gerade wieder von Arschbacken auf Kuchenbacken. Deshalb machen wir einfach mit dem Buch weiter. Ich spreche nämlich von Ein Fluch so ewig und kalt. Und da habe ich mir die komplette Reihe gegönnt. Das Einzige, was mich so ein bisschen jetzt stört, ist, dass dieser Band hier die zweite Auflage ist. Und diese beiden hier die deutschen Erstausgaben sind. Also das steht hier unten auch immer dabei. Bei dem steht's nicht. Da ist nicht mal ein Strichcode mehr drauf. Und es steht auch nichts dabei, dass es die erste Auflage ist, weil es nämlich die zweite ist. Ja, ich muss jetzt mal recherchieren, ob sich da irgendwie an der Optik was geändert hat. Ich glaube nicht, weil die Cover sehen schon sehr identisch aus. Es ist wahrscheinlich jetzt nur mein innerer Monk, der wieder ein bisschen am Rad dreht, aber den kriegen wir schon irgendwie zum Schweigen. Ja, jetzt erzähle ich euch, um was es in der Reihe geht. Ren, der junge Herrscher von Emberfall, ist reich und schön und einem furchtbaren Fluch unterworfen. Nur ein Mädchen, das ihn aufrichtig liebt, kann ihn erlösen, sonst muss es sterben. Dann fällt Rens Wahl ausgerechnet auf Harper, die in den dunkelsten Ecken Washingtons zu Hause ist und auf keine Märchenprinzen gewartet hat. Ren lässt sie in sein Schloss entführen, von dem Harper sofort zu fliehen versucht. Nach großer Liebe sieht das nicht aus, bis Harper den wahren Ren erkennt und sein tödliches Geheimnis erfährt. Doch ist sie stark genug, ihn zu erlösen? Ich habe das auf jeden Fall sehr, sehr gerne gelesen und deshalb habe ich jetzt die ganze Reihe bei mir und hoffe, dass ich diese offene Reihe auch bald zu den Akten legen kann. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die im April bei mir eingezogen sind. Also es sind wirklich einige gewesen und auch einige sehr dicke Bücher, die zeitintensiv sein werden. Ich bin gespannt, wie lang ich brauchen werde, um alle von meinem Stapel der ungelesenen Bücher wieder zu entfernen. Ihr könnt ja mal Wetten abschließen, ob ich die alle dieses Jahr noch schaffen werde. Da können wir ja mal spaßeshalber Ende des Jahres nochmal drüber reden. Dann gucke ich mir vielleicht mal alle Neuerscheinungsvideos, Neuzugänge-Videos an und gucke mal, wie viele Bücher ich davon wirklich gelesen habe. Ja, das wäre sehr, sehr spannend. Das war's jetzt von mir. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Das Video war lang genug. Wünsche euch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!